Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik und zu unserem zweiten Messerundgang über die Nürnberger Spielwarenmesse 2015. Ich fasse mich kurz, ich sage nur viel Vergnügen. Ob es eine schöne KÖV ist oder eine richtige Dampflok, bereits 50 Modelle haben wir im ersten Teil unseres Messerundgangs vorgestellt. Weitere 80 werden folgen und wir beginnen gleich mit einem Knaller. Der Star der Lauinger Modellbahnschmiede KM1 ist eine Dampflok, die es in Wirklichkeit nur zweimal gab. Die schönste Neuheit vielleicht unsere Baureihe 10 in Spur 1 mit schönen Details, mit zu öffnenden Stromlinienverkleidungen an den Zylindern, zu öffnenden Dampfdom und vielen anderen Features. Die Baureihe 10 ist natürlich eigentlich eine unglückliche Dampflokomotive der Deutschen Bundesbahn, da sie ja nie in Serie gefertigt wurde und eigentlich den Schwanengesang bildet der deutschen Dampflokomotivbaukunst. Aber durch die Verkleidung, die sie hat, diese Teilstromlinienverkleidung, hat sie ein unwahrscheinlich elegantes Erscheinungsbild. Diese Formen zu treffen, diese Rundungen zu treffen, ist auch im Messingmodellbau eine besondere Herausforderung. Es ist eine Freude, der Lok beim Anfahren zuzusehen und zuzuhören. Aber auch im Wagenbereich haben wir einen wunderschönen kombinierten Park-Postwagen aus dem Jahre 1928 als Handmuster hier mit detaillierter Inneneinrichtung, sämtlichen Sortierfächern für die Postsäcke und auch im Postabteil zu öffnenden Türen. Hier zu sehen jetzt in der Ausführung der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Seit 12 Jahren produziert KM1 Modellbahnen auf höchstem Niveau. Ist eine Erweiterung auf andere Maßstäbe geplant? Wir bleiben der Spur 1 treu. Wir haben keine Ambitionen, in irgendeiner anderen Spurweite zu produzieren. Ich muss auch sagen, dass wir genügend zu tun haben mit der Spur 1 und uns weiterhin darauf konzentrieren. Lieber in einem Fachgebiet sehr gut sein, als nach zu vielen Sternen zu greifen. Und wir würden es auch nicht schaffen, die Firma noch weiter zu vergrößern. Die junge Firma NME produziert Waggons für die Nenngrößen H0 und N. Die Modellbahnwelt freut sich über einen neuen Hersteller und der trägt sogar einen berühmten Namen. Die Traditionsstadt Nürnberg, Spielbahnstadt Nürnberg, hat ja leider ihre 4 früheren Modellbahnfirmen verloren. Aus diesem Grund wollte ich Nürnberg wieder neues Leben einhauchen. NME ist mehr oder weniger eine One-Man-Show, sag ich mal, die mit externen Partnern eng zusammenarbeitet. Bereits in 2 unterschiedlichen Längen mit 100 und 120 Kubikmeter Fassungsvermögen gibt es diesen Schüttgutwagen. Damit will Lenz Elektronik seine Loks schneller zum Fahren bringen, insbesondere auf fremden Anlagen. Wir nennen das Teil Lokschlüssel. Hier habe ich noch einen Prototypen in der Hand. Und mit dieser Fernbedienung, ähnlich einer Fernbedienung für den Fernseher, können wir die Lokomotive mit all ihren Funktionen bedienen. Man muss sich keine Gedanken mehr machen, welche Adresse hat die Lok. Man nimmt einfach den Schlüssel und fährt seine Lokomotive. Neu ist auch dieser Lokentkuppler. Damit können Waggons nach dem Entkuppeln noch abgedrückt werden, wie in der Wirklichkeit. Und was sind die Lokneuheiten bei Lenz? Dieses Jahr erscheinen wird die V20, eine kleine Diesellok, die als nächstes auf den Markt kommt. Und natürlich steht für dieses Jahr auf dem Programm die Baureihe 50. Unsere große Dampflokomotive, Schlepptenderlokomotive, die mit raufkommen wird, Sound und vielen anderen Dingen auch noch. Und eine geräuschlose Motorsteuerung soll die neue Lok besonders gleichmäßig fahren lassen. In den vergangenen Jahren haben sich die Liebhaber der Spur N ein wenig beklagt bzw. zurückgesetzt gefühlt. Aber in diesem Jahr 2015 gibt es einen ganzen kleinen Block über diese Spurweite. Anja Bange Modellbau bringt in Neusilber die Schweizer Lazzarini-Lok heraus und in Spur NM den Panoramawagen der Rätischen Bahn. Die Firma Linie 8 baut für die Spuren N und Z einen Arbeitswagen auf Basis einer Kriegsstraßenbahn. Einen Spur N-Schienenbus hat Pico neu im Programm. Der Modellbahnhersteller NME
will noch 2015 diesen Staubsilowagen in 6 Varianten ausliefern. Brava baut in diesem Jahr den Güterwagen G10 nach dem Vorbild der österreichischen Bundesbahn. Mit 7 neuen Brücken erweitert Hack sein Sortiment im Maßstab 1:160. Insgesamt gibt es jetzt 35 Spur-N-Brücken. Ein einfaches Stadthaus gestaltet Auhagen und einen schmucken kleinen Wasserturm. Und bereits lieferbar ist das Fabrikgebäude mit dem rundgebogenen Dach. Im Mai 2015 wird der Fallerbahnhof Stugl-Stuhls herauskommen. Das Vorbild steht in Graubünden auf einer Höhe von 1500 Meter über dem Albulatal. Aus Schreiberbastelbogen kann man sich eine mittelalterliche Stadt bauen, passend zur Spur N und Spur Z. Durch eine Rundtreppe und verschiedene Geländer erweitert Josfot sein Spur-N-Programm. Luftmodellbau bietet Material für den Bau einer Tropfsteinhöhle. Stalaktiten und Stalagmiten können wie Zähne in Styrodurschaum eingesetzt werden. Dazu gibt es auch verschiedene Sinterformen, was so viel wie Schlacke bedeutet und den Höhlen ihr spezielles Aussehen mit den vielen Ausbuchtungen verleiht. Die E6905, auch Adolfine die Starke genannt, nur 54 mm lang. Die kleinste Lok, die Fleischmann je gebaut hat. In echt fährt sie noch. Die schnellste Dampflok in Spur N, die Stromliniendampflok 011102, im Modell immerhin 15 cm lang, in Wirklichkeit 25 Meter. Es kommt auf der jüngeren Seite einiges nach. Der durchschnittliche N-User ist etwas jünger als der H0-User. Dass N jetzt H0 komplett den Rang ablaufen wird, glaube ich nicht. Aber ich glaube, es wird zu einer gewissen Umverteilung zwischen H0 und N kommen, wo H0 nicht mehr so dominant weit vor N liegen wird. Wir sehen es auch deutlich in den zusehends höheren Umsätzen, die wir in Spur N erzielen. Das heißt, wir sehen auch, dass der Prozentsatz von N am Fleischmann-Gesamtumsatz ist letztes Jahr signifikant gestiegen. Fleischmann Roku, am Puls der Zeit, nicht nur in Spur N, auch mit Z21, der Zugsteuerung mittels Tablet. Wir werden dieses Jahr so eine Art Baukastensystem anbieten. Das heißt, jeder User kann sich für die Z21 einen Führerstand selber designen, kann das nachher hochladen und kann sie anderen Usern von dieser Plattform aus zum Sharen anbieten, sodass wir hoffen, dass die Anzahl der Führerstände gemacht von User für User deutlich ansteigen wird. Ob die Benutzer, die User tatsächlich ihre Führerstände untereinander tauschen, wird man sehen. Schauen wir uns noch 2 Neuheiten von Roku in H0 an. Die Dampflok 030058-2, die bei der Deutschen Reichsbahn in den 1930ern im Einsatz war. Legendär wegen ihrer Geräusche die S160, die Klapperschlange, hier in 3D-Druck. Vom Schienenbus über die Diesel bis zur Dampflok. Pico ist besonders stark mit Kartenbahnen vertreten. Und dieses Jahr bringt Pico ein eigenes Steuersystem heraus. Ein Handregler kombiniert mit Smartphone. Das hat, glaube ich, einfach so ein bisschen auch die Besonderheit, dass der Modellbahner damit eigentlich seine gewohnten Steuerungstechniken nutzen kann, aber die ganzen Vorzüge, die eben auch die moderne Smartphone-Technologie mit den Apps, mit der sofort visuellen Erkennbarkeit von gewissen Funktionen nachvollziehen kann. In der Spurgröße TT wird die Baureihe 119 als komplette Formneuheit angeboten werden und die Baureihe, die V60, eine kleine Rangierlok. Grün, grün, grün. Und das in 100 Variationen. Heki erweitert dieses Jahr sein Programm in den größeren Maßstäben. Dieses Jahr haben wir hauptsächlich für den Spur 0 und Spur 1 Bereich haben wir neue TAN kreiert, unsere neuen Modelltannen. Die sind sehr realistisch beflockt. Die gibt es dann in einer Größe von 38, 28 und 23 cm. Und wie gut die neuen Bäume zur Spur 0 passen, sieht man an diesem Sägewerk, das Heki schon vor ein paar Jahren bauen ließ. Weiter haben wir auch im Spur 0, Spur 1 Bereich einen neuen Schotter.
in Granit, Basalt und in Porphyr. Und dann noch eine neue Art Hecken. Die sind flexibel, sind zweifarbig beflockt. Die gibt es dann eben in Berberitzenfarbe, in Thuja-Färbung und in Ligusterfärbung. Diese Fantasieburg von Gerhard Meyer aus Gelsenkirchen ist das schöne neue Modell aus Heki-Material. Eine neue Fabrikhalle, passend zu den bisherigen Industriemodellen, steht bei Joswood im Regal. Bei der Stadthausserie gibt es auch neue Gebäude. Und zwar gibt es ein 30-Grad-Haus, also um leichte Schwünge zu machen. Und ein Gebäude, das nennen wir Tortenstück, wo man also lange geschwungene Straßenzüge, die halt nicht immer jetzt rechtwinklig gemacht werden müssen, sondern in leichten Knicken individuell gestaltet werden können. Während der Messe hat sich eigentlich so herausgestellt, dass einer unserer kleineren Sachen, unser Pferdestall, eigentlich so ein heimlicher Renner geworden ist. Viele sagen einfach, super, das wird meiner Frau gefallen oder meiner Tochter und dann habe ich etwas, wo ich denen eine Freude mitmachen kann und kann mir da vielleicht auch noch einen Lock für mehr kaufen. Hier gestaltet Jörg Schmidt erstmals Lasercut-Türen in 3 Schichten und erreicht damit gute Reliefwirkung. Bei Bilderrecherche ist mir da halt ein für Schweden typischer Zaun aufgefallen. Der kommt ganz ohne Nägel und Schrauben aus. Also im Vorbild wird der mit Weidenzweigen oder sowas gewickelt und verknotet. Und diese Art von Zaun ist schon bekannt, selbst aus Wikingerzeiten. Und selbst heutzutage gibt es noch einige, die in der Lage sind, solche Zäune zu bauen. Es sind immer wieder die Kleinigkeiten, die eine Modellbahn zu einer kleinen oder großen Welt werden lassen. Bei mir ist jetzt Bernd Lenz. Er stellt zwar Modellbahnen her, aber er ist auch einer, der sich bis ins höhere Alter auch um das Spielen sorgt. Kann man das so sagen, Herr Lenz? Leider ist in der Vergangenheit immer so gewesen, das Spielen so ein bisschen in die negative Ecke hineingesteckt. Ja, die spielen noch und sind ja keine richtigen Männer oder so etwas. Aber im Spielen liegt ja ein viel höherer Wert. Erstens einmal Kreativität und zweitens Entspannung. Kann es dann passieren, dass auch Männer, sagen wir, jenseits der 60 dann auf den Boden runtergehen und dann anfangen zu spielen? Oder ist das schon ein bisschen weit hergeholt? Ich sage ja keinen Namen, aber ich darf jetzt mal einen Brief zitieren, den ich vor Jahren, als wir mit das erste Startset herausgebracht haben, bekommen habe. Da sagte ein Kunde, ich habe mir ihr Startset gekauft. Und gestern Abend ist meine Frau mit ihrer Freundin ausgegangen. Und danach habe ich das Startset im Schlafzimmer aufgebaut und bin 2 Stunden lang der Köf hinterhergerutscht, auf den Knien hinterhergerutscht. Besser kann es doch nicht sein. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe es tatsächlich auch mal auf dem Boden aufgebaut mit meinem Enkel zusammen. Und der hat dann natürlich alles gemanagt. Der hat gewusst, wie pfeift man, wie läutet man. Ne? Und dann meinte er nach 2 Stunden, Opa, das war aber schön. Das war aber schön, gell? Das war aber schön. Herr Lenz, ich danke Ihnen. Alles Gute, allzeit gute Fahrt. Die George-Washington-Brücke über den Hudson River in New York. Gebaut 1931. Die wichtigste Neuheit bei Brückenhack. Zweigleisig in H0. Berühmt auch die Klinikerbrücke in Berlin, auf der im Kalten Krieg Agenten ausgetauscht wurden. Immer wieder Schauplatz in Spielfilmen. Wir möchten eigentlich schon früher oder später jeden Brückentyp in irgendeiner Weise bei uns auch repräsentiert wissen. Das muss jetzt nicht jedes einzelne spezielle ausgeprägte Exemplar sein. Oft sind ja auch Ähnlichkeiten vorhanden. Aber vom Typus her ist es eigentlich schon ein Ziel, das wir uns auch gesetzt haben. Auch Griechenland ist neu im Programm. Hier die Brücke über den Kanal von Korinth. Eine Unterzugkastenbrücke in H0 von 30 bis 120 Zentimetern Länge. Sie sehen hier ein Handmuster für die Spur 0. Wird noch ein bisschen verfeinert werden. Auch in H0 haben wir schon 2 Holzbrücken jetzt als Produkt fertig. Wird dann in der Mitte dieses Jahres lieferbar sein. Spezialist für die besten Geräusche ist ESU aus Neu-Ulm. Das hört man. Auch bei der neuen E94, dem deutschen Krokodil.
Wir wollten unbedingt mal wieder eine E-Lok machen, nachdem wir die letzten Jahre eigentlich uns auf Diesel und Lokomotiven konzentriert hatten. Die E94 wird wie von ESO gewohnt aus Vollmetall werden. Das heißt, alle Vorbauten und das Gehäuse und Chassis sind aus Metall-Zink-Druckguss gefertigt. Wir haben natürlich auch bei der E94 heb- und senkbare Pantographen, vollständige Lichtausstattung, Powerpack gegen Dreckstellen und so weiter und so fort mit im Programm. Auf dem Programm für 2015 steht auch diese Dampflok der Baureihe 94 in 4 Variationen. Das ist unsere erste ESO-Dampflok, auf die viele natürlich schon gewartet haben. Und nach vielen Jahren der Vorbereitung sind wir sehr froh, dass wir sie dieses Jahr endlich der Öffentlichkeit vorstellen können. Die 94.5 ist eine Kultlokomotive, weil sie heute noch auf der Rennsteigbahn eben in der Regel fährt. So nehmen wir für Eisenbahnromantik Modelllokgeräusche auf. Und jetzt wollen wir mal wissen, wie ESU an seine tollen Töne kommt. Wir gehen wirklich immer an die Originallok hin, lassen die wirklich fahren im BW oder auf Strecke und haben bis zu 6 Mikrofone an verschiedensten Stellen in und außen am Fahrzeug eben angebracht und versuchen dann die Aufnahmen so originalgetreu wie möglich in Kasten zu bringen. Die Lautsprechertechnik stammt mittlerweile aus der Handyindustrie. Eine neue Tochterfirma hat ESU auch. Unter der Marke Pullmann wird jetzt eine hochwertige Gartenbahn angeboten mit dazugehörigem Schotterwagen. Vorbild ist wie so oft bei Modellbahnen die Rätische Bahn. Brava, das Familienunternehmen aus dem schwäbischen Remstal, produziert Modellbahnen bereits in der 3. Generation. Diese Trax, Baureihe 186, wird in einer 4. Gehäuseform herauskommen. Und eine besondere E-Lok. Bei den Lokomotiven zum Beispiel die E75, eine Allzweck-E-Lokomotive, die für den Personen- und Güterzugverkehr eingesetzt wurde. Die bieten wir jetzt in 3 verschiedenen Varianten an und berücksichtigen dabei auch alle Formunterschiede, die das Original hatte. Sogar der Maschinenraum der E75 soll voll ausgestattet und beleuchtet sein. In Spur 0 werden 2015 diese 4 Tankwaggons ausgeliefert. Wir arbeiten mit Zinkdruckguss und auch mit Kunststoffspritzguss. Im Kunststoffbereich können wir eben vor allem in der Detaillierung einen sehr hohen Detaillierungsgrad erreichen und wirklich super feine Gravuren schaffen und viele einzeln angesetzte Teile. Und wir arbeiten meistens mit einer Kombination, sodass die Zugkraft auf der einen Seite, also die Fahreigenschaften und die Optik, auch wieder gut kombiniert werden können. Damit der Modellbahnfan möglichst einfach Sounddecoder selbst einbauen kann, sind die Gehäuse nicht mehr verschraubt, sondern lassen sich leicht vom Fahrwerk abheben. Und nach dem Einrasten sind die Loks auch gleich wieder fahrbereit. Eine Dampflok wird quer durch die Ausstellungshalle getragen. Sie hat einen Fototermin. Wir wollen uns anschauen, wie Hochglanzfotos für Modellbahnzeitschriften gemacht werden. Die möchten das Modell, wie hier die 10er, so sehen, wie sie es vom Vorbild kennen. Also versuche ich so zu fotografieren, dass ich in der Blickebene, Schiene, Oberkante bin, wie ein normaler in der Natur der Mensch das Ding bestaunt. Ausgelöst wird vom Laptop und oft braucht es einen zweiten Versuch, meist der Reflexe wegen. Es war alles toll, nur der Zünder hat hinten an der Ecke geglänzt. Und Sie haben gesehen, 1, 2, 3 Zentimeter den Lichtformer höher gestellt und auf die Seite gestellt und schon hat es gepasst. Rund 800 Fotos schießt das Duo Albrecht während der Nürnberger Spielwarenmesse und das schon seit über 20 Jahren. Vater und Sohn teilen sich die Aufgaben. Für das Retuschieren ist Thomas Albrecht zuständig. Jedes noch so kleine Stäubchen muss weg, bis das Bild hundertprozentig ist. Wenn die Komposition stimmt und der Redakteur oder der Endkunde oder Modellbahnfreund sagt, oh, geil, dann bin ich zufrieden, das macht mir Spaß.
Keine zwei Wochen nach der Nürnberger Spielwarenmesse erscheint dann die Sonderausgabe der MIBA mit allen Neuheiten und mit den Bildern von Rainer Albrecht. Bei Busch gibt es immer einige Ost-West-Modelle. Hier das klassische Freibad der 50er Jahre im Westen mit Holzkabinen und Sprungturm. Und hier das LPG-Ferienlager in der ehemaligen DDR. Wie lautet das diesjährige Motto? Das Thema so eine Sauerei, da gibt es eine Landmetzgerei, es gibt eine Schlachterei, wir haben dazu die passenden Schweine, Schweinetransportfahrzeuge, Schweinestall. Was da gleich im Hinterhof seinen Lauf nimmt, ist eine blutige Angelegenheit, aber auch ein Zeichen dafür, dass Modellbahnen immer realistischer gestaltet werden. Der ganz große Gag dabei ist jetzt, wir haben auch die Maulwurfplage in H0 erfunden. Es gibt also richtig kleine Maulwurfshügel, wo die Maulwürfe rausspitzen. Und muss man einfach gesehen haben, ist so ein Gag. Faller aus dem Schwarzwald hat als Messeneuheit einen modernen Bahnhof gestaltet. Vorbild ist ein Leuchtturmprojekt der Deutschen Bahn, Horem bei Köln. Was ich aus meiner Entwicklungsabteilung rausgehört habe, gibt es schon seit etlichen Jahren die Nachfrage nach einem modernen Bahnhof. Der grüne Bahnhof Horem, ein Konzeptbahnhof, moderner Bahnhof der Deutschen Bahn. Das ist der erste CO2-freie Bahnhof. Der wird in verschiedenen Regionen, regionaltypisch angepasst, aufgebaut werden. Endlich also ein aktueller Bahnhof für die Modellbahn. Und wer noch genügend Platz auf der Anlage hat, der kann sich dazu noch einen Staudamm bauen. Da sind wir schon recht vorsichtig, dass wir die Modellbahner, Modellbauer nicht überfordern. Aber für ein paar Projekte, die speziell genug sind, besonders genug sind, wird auch gern mal Platz gemacht auf der Modellanlage. Zwei Gründe zum Feiern hat Faller. Dieses Jahr wird das Kirmesprogramm 30 Jahre alt. Dazu gibt es ein Festzelt und übers Jahr einige neue Fahrgeschäfte. Nächstes Jahr wird Faller den 70. Geburtstag feiern. Im Kloster? Für 2016, also unser Jubiläumsjahr, haben wir geplant, ein großes Kloster umzusetzen. Das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Und wir haben das hier in der Messe Nürnberg vorgestellt und haben bis jetzt sehr, sehr, sehr gute Resonanz darauf bekommen. Man kann es auch in einzelnen Modulen aufbauen. Also es kann als Ruine aufgebaut werden, es kann als Komplettteil aufgebaut werden. Sehr flexibel einsetzbar. Und jetzt präsentieren wir Ihnen Neuheiten in aller Kürze. Die neue Eggerbahn ist da, die Feldbahn vom Alpenrhein. Nur 75 Gramm schwer aus Messing-Feinguss. Einen offenen und einen geschlossenen Personenwagen gibt es für die englische Schmalspur von Pekow. Außerdem ein wunderschönes Stellwerk. Den Retter der Nebenbahnen, den Uerdinger Schienenbus VT95 in H0, liefert Brekina aus Nimburg am Kaiserstuhl bereits seit Dezember. Und mit zwei neuen Karosserien baut Brekina seine Wartburg-Palette aus. Kombi und Coupé. Zwei neue Schiebewandwaggons für Spur TT sind bei PSK aus den Niederlanden im Angebot. Einer ist bereits lieferbar, der andere geplant. In Spur Z gibt es den Shinkansen. Hergestellt von Rokuhan in zwei Sets mit drei oder fünf Wagen. Den Kali-Schüttgutwaggon in TT bringt Kühn Modell und Digital als Formneuheit heraus. Zwei neue Farbvarianten gibt es von der sogenannten Taucherbrille. Den Selbstentladewagen der Havelländischen Eisenbahn in H0 stellt Tillich als Formneuheit vor, sowie ein Netz zur Ladungssicherung. Zwei Sammlerobjekte in Hochglanzlackierung bringt Haag aus der Schweiz heraus.
Aus den Niederlanden kommt diese Gleisstopfmaschine von Kleinspor. Fulgurex aus der Schweiz wartet mal wieder mit einem fulminanten Spur 1 Modell auf, der Lötschbergbahn zum 100-jährigen Jubiläum. Und dazu gibt es gleich auch noch alle 9 Varianten in Spur H0. Mike's Train House liefert jetzt alle Loks auf einem Edelholzbrett, auf dem man die Lok gleich laufen lassen kann. Die ist perfekt synchronisiert mit einem digitalen Prozessor, so wie ihn die Handyindustrie verwendet. Und jede Vierteldrehung hört man das Juff und Puff, die Kunden lieben es. 2 Big Boys in Spur 0 und Spur 1. Und dann hat Mike Wolf noch etwas ganz Besonderes. Das neueste Blechprodukt ist der Leipziger Bahnhof von Märklin. Ich fühle mich sehr geehrt und bin stolz, mit dem Namen Märklin in Verbindung zu sein, sodass ich eine Reproduktion des Bahnhofs machen darf. Der Bahnhof aus Blech wurde um 1930 herum gebaut und für mich ist das Kunst. Ich liebe Blechspielzeug und wenn ich ihn anschaue, dann staune ich nur. Die Dächer sind genauso ausgeführt wie bei der Erstauflage, mit einem Brennschutz für Kerzenbeleuchtung. Lieferbar ist der Bahnhof bereits seit Februar. Mit dieser Blechspielzeuglok hat Mike seine Karriere begonnen. Auch sein Logo stammt von ihr. Wie immer bei Mike gibt's dazu eine nette Geschichte. Ich habe die Original-Lok von einer Eisenbahnmesse mit nach Hause gebracht und war so aufgeregt. Ich stellte sie auf den Kaminsims, wo die ganzen Trophäen meiner Eltern standen. Und meine Mutter fragte, was soll das hässliche alte Spielzeug hier? Da sagte ich, Mama, schau dir diese Maschine an. Die wird mich eines Tages reich machen. Bei Mike auf dem Messestand riecht's immer gut. Denn den Lokdampf gibt es in 3 Duftvarianten. Kaffee, Pinie und Weihnachten. Zum Schluss entdecken wir noch etwas Winziges. Den wohl kleinsten Zug der Welt, gebaut von einem amerikanischen Ingenieur. Wir haben ein Gleis, das Spulen enthält. Die elektrische Energie geht nacheinander durch diese Spulen wie eine Welle. Ein Magnet im Zug wird von dieser Welle gezogen. Man kann vorwärts und rückwärts fahren, mit oder ohne Musik. All das gefällt den Leuten. Maßstab 1 zu 1000. Der komplette Schienenkreis passt auf eine Hand. Und außer Zügen kann man so ziemlich alles fahren lassen. Autos, Menschen, Kühe. Wir empfehlen unsere Eisenbahn nicht für Kinder unter 2 Jahren, denn sie könnten die Bahn verschlucken. Da sind starke Magnete drin. Ansonsten gibt's keine Einschränkungen. Sogar eine leuchtende Geisterbahn kann man bei Teenie Trains fahren lassen. Eine nette Spielerei. Die Nürnberger Spielwarenmesse mit steigender Tendenz für die Spur N. Allerdings mit weniger Ausstellungsfläche für die Modellbahnen. Hoffentlich nur ein kurzfristiger Trend. Das, liebe Zuschauer, war Eisenbahnromantik mit unserer umfangreichen Berichterstattung über die Nürnberger Spielwarenmesse 2015. Das war es auch von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut. Bis denn und tschüss.